Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von World of Warcraft. Mit diesem Video starte ich eine kleine neue Reihe auf diesem Kanal. Und zwar beinhaltet die meine Vorbereitung auf WoW Legion. Und in dieser Vorbereitung will ich so ein paar Tipps geben, also was man machen kann, was man machen soll. Und ja, vielleicht gibt es auch ein paar Gold-Tipps. Jedenfalls geht es in der heutigen Folge, wie ihr vermutlich schon im Titel lesen konntet, um die 25 Quests, welche man vorbereiten kann, damit man perfekt mit einem kleinen Vorsprung in das neue Addon starten kann. In diesem Jahr ist es eigentlich sehr schwer, überhaupt 25 Quests zu finden, denn es gibt kaum Dailies. Jedoch habe ich trotzdem ein paar gefunden, sind sogar ein wenig mehr geworden, damit ihr auch eine kleine Auswahl habt. Um überhaupt alle Quests annehmen zu können, brauchen wir eine Garnison auf Stufe 3 und Garnisonsressourcen, so etwa um die 3000, damit ihr auch ein paar Quests kaufen könnt. Dann gehen wir gleich hinein. Dann gehen wir Posten für Posten die Orte durch, wo man diese Quest überhaupt annehmen kann. Bis gleich. So, da sind wir wieder und zwar ein paar Schritte vorangegangen. Da befinde ich mich jetzt vor dem Garnisonshauptgebäude beim Unteroffizier Grimkin. Die Namen der NPCs der Allianz werde ich allen in die Beschreibung hineintun, damit diese auch gefunden werden können. Jedoch können wir hier beim Unteroffizier Grimkin 14 Quests kaufen und zwar sind das die Speerberichte. Hier zum Beispiel die Grube für 200 Garnisonsressourcen, deshalb eben wie gesagt die 3000 Garnisonsressourcen. Halt einfach alle 14 kaufen, dann die Quest annehmen und dann halt in das jeweilige Gebiet dann gehen und die 100% dann voll machen. Und wenn WoW Legion dann draußen ist, könnt ihr dann hier in die Garnisonshauptgebäude hier gehen und dann beim Schattenjäger Okambe die Quest abgeben. Diese Quests geben etwa um die 20k XP, also habt ihr schon recht viel geholt mit diesen 14 Quests. Ja, der 15., also die 15. Quest ist ebenfalls in der Garnison und zwar ist das die Weekly der Kampfhaustiere. Und zwar, hier genauer gesagt, die Kampfhaustier-Zähmer Warlords Quest. Hier müssen wir 5 Trainer im Gebiet Trainer besiegen. Und dann haben wir eigentlich die Quest schon abgeschlossen. Diese Quest gibt etwa 15k XP. Dann gibt es ebenfalls noch ein paar mit den Kampfhaustieren und zwar die Trainer im Gebiet Trainer. Zum Beispiel hier Gargra. Da gibt es hier 6 Stück und diese geben ebenfalls eine Quest, die etwa um die 15k gibt. Diese können wir dann ebenfalls abgeben und haben dann schon recht viele. Also jetzt haben wir schon 21 Quests. Und dann können wir hier gleich weitergehen und zwar geht es jetzt weiter beim Tannendschungel. Bis gleich. So, da sind wir wieder und zwar eben wie gesagt im Tannendschungel bei dem Festen Volmar. Dort in dem Gebäude, wo der Questtisch steht. Aber diese Quest habe ich eigentlich nicht dafür gedacht, um diese 25 Quests überhaupt voll zu bekommen. Denn eigentlich meinte ich die Quest danach. Wenn man die Quest am Tisch abgibt, kriegt man ja zwei weitere. Und zwar ist die eine die mit den zwei Bonuszielen und die zweite ist eine rotationsabhängige Quest. Und zwar die von dem Schattenjäger Denjai. Und in dieser Rotation gibt es 6 Quests, die man alle eigentlich annehmen kann, wenn man halt viel Glück hat. Zum Beispiel die mit den Kristallen oder die mit den Schwerten. Jedenfalls kann man eben hier alle 6 annehmen. Und zwar halt einfach behalten bis zum Ende, also bis zum WoW Legion. Wenn man diese dann abgegeben hat, kriegt man ebenfalls etwa um die 20k für jede Quest. Dann haben wir hier jetzt eigentlich schon 28 Quests hier zusammenbekommen und dann gehen wir gleich weiter im Tannendschungel. Und zwar ein paar Meter weiter, aber ich mache jetzt trotzdem einen Cut. So, da habe ich mich jetzt ein wenig rausbegeben und zwar beim Lagerfeuer zum NPC Nimi Lichtschloss, welche ebenfalls eine rotationsabhängige Quest für uns anbietet. Und zwar jeweils eine pro Tag. In dieser Rotation gibt es 4 Quests, die zum einen heißt Zwingt in die Knie, Dämonentöter von Tannen oder auch mit Klauen und Zähnen. Die dritte hat etwas mit Briefen zu tun, aus 20 Briefen sammeln zu tun. Die habe ich bis jetzt in der letzten Woche noch nicht gesehen, sei es vermutlich wieder etwa 2 Wochen Vorbereitungszeit, bis man halt eben diese 4 Quests zusammenbekommt. Ja, dann haben wir hier jetzt schon 32 Quests zusammenbekommen und die 33. Quest ist ebenfalls im Tannendschungel zu erhalten und zwar hier beim Dämmungssucher Krisik, und zwar heißt diese unsichtbare Fänge. Bei dieser müssen wir halt, wie in der Beschreibung steht, teufelsverderbte Apexis-Fragmente sammeln. Und ja, da haben wir jetzt schon 33 Quests zusammen. Dann, wenn ihr jetzt zum Beispiel noch PvP ein wenig macht, können wir zum Beispiel 2 weitere Quests abschließen, und zwar Vorherrschaft in Ashran oder Tötet sie alle. Diese sind ebenfalls zu erhalten in Ashran, wie man halt in der Beschreibung lesen kann. Und ja, das waren eigentlich eben diese 35 Quests, die man hier vorbereiten könnte. Und jetzt gebe ich noch einen kleinen Hinweis, dafür gehen wir jetzt aber nach Nagrand. Bis gleich. So, da sind wir wieder und zwar befinde ich mich jetzt eben wie gesagt im Nagrand beim Ring der Prüfung etwa bei 7852, denn dort steht ein NPC namens Fleischschlitzer. Und dieser bietet uns eine wiederholbare Quest an, namens Fleischschlitzer braucht Knochen.
Bei dieser Quest müssen wir 20 Knochen, welche man eigentlich von jedem Tiergegner hier in Nagan bekommt, abgeben. Aber warum sage ich das überhaupt? Wenn man jetzt zum Beispiel Level 99 ist, bekommt man jetzt bei dieser Quest etwa 7500 XP. Das heißt also, wenn man nachher bei Level 100 ist und halt eben schon den Balken hat für 101, denke ich mal, bekommt man 7000. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie schon genervt wurde in der Beta, aber eben im jetzigen Fall könnte es sein, dass diese Quest hier ausgenutzt wird für Exploiters. Also ich denke mal, also wenn ihr jetzt zum Beispiel hier mit einer Marco hier arbeitet, könnte es sein, dass sie gebannt wird. Also ich will jetzt hier niemand verleiten, hier zu exploiten, aber es sollte einfach ein kleiner Hinweis sein. Also wenn ihr zum Beispiel irgendetwas seht mit diesem Exploit hier, bitte einfach nicht ausnutzen, also kein Makro hier einsetzen, weil es wirklich, ja eben, wie man sehen kann bei Walls of Draenor, es wurde einfach viel zu viel gebannt, unnötig eigentlich durch einen Fehler von Blizzard. Aber eben, es könnte sein, dass diese Quest ebenfalls verleitet hat, den Exploit zu nutzen. Ja, das war's eigentlich für diese erste Folge. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig vorbereiten auf WoW Legion. Ich denke mal, es gibt noch ein paar weitere Folgen. Aber ja, ich wünsche noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald.